wird dann hier von dem Ärmchen genommen. Die, okay, das ist der Knackpunkt. Weil so wie ich das kenne, sind die normalen Vanilla-Ärmchen gewöhnt, dass sie ihre Sachen auf die rechte Fließbandseite legen. In ihrer Blickrichtung. Also das Ding blickt jetzt nach Westen und würde es dann rechts hinlegen. Weil es ein Vanilla-Ärmchen ist. Aber hier ist so ein Knick. Und bei so einem Knick wissen die manchmal nicht, was sie machen sollen. Ja, liegt das beides auf dieselbe Seite. Das ist nicht gut. Okay, du, weg mit dir. Das heißt, wir bräuchten jetzt ein anderes Ärmchen. Und ich kann dann nicht einfach irgendein nicht intelligentes Ärmchen nehmen. Weil irgendwann wird diese Kiste... sehr bald wird diese Kiste hier voll sein. Wir haben viel zu viele Fuel Blocks. Das kann man nicht anders sagen. Wir sollten gar keine elektrischen Schmelzöfen benutzen. Ernsthaft, wir sollten einfach die ganz normalen nehmen. Und dann da die MK5-Version von. Und dann haben wir wenigstens Abnehmer für unsere Fuel Blocks. Ja, aber gut. Ein Problem nach dem anderen. Ja, okay. Machen dich mal so und dich mal so und dich mal so. Bist du immer noch auf der richtigen Seite? Ja, bist du. Okay, und dann kommt hier... Ja, das geht, das geht, das geht. Das sieht irre komisch aus, aber es geht. So. Du. Wieder Q drücken. Gerogon, gewöhnst dir an. Ja. Du. Plastik. Nein. Das hätte ich eigentlich sehen müssen. Das muss genau andersrum. Ich krieg das hin. Das sind genau die Sachen, die ich lernen muss. Du... Okay, okay, okay. So, so, so. Unterirdisch. Und sowas mag ich. Sowas sieht absolut grausig aus. Aber ich finde das irre lustig. Da ist aber nicht genug Platz. Okay, okay. Dim, 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 dim. Ach, hier sollen überall Schmelzöfen hin, ne? Ja, okay, das geht so nicht. Ich wollte das jetzt eigentlich hier unten rum wirbeln und dann von unten da wieder rauf, aber das klappt nicht. Da muss ich wohl doch mal kurz innehalten und nachdenken. Na, das ist doof. Ich will auch spielen. Ja, also, das Ding liegt jetzt immer nach rechts. Wir könnten das einfach umtauschen, wo Batterien sind und wo... die Dinger hinkommen, aber das ist ein langweiliger Ausweg. Was, wenn wir so machen? Weil dann tauscht es genau. Ist die am also platzsparendste Methode, definitiv. Wir müssten dann nur einmal hier das umdrehen. Sie sammeln jetzt alle Batterien ein, die hier auf dem Fließband liegen und guck, ob das irgendwelche negativen Konsequenzen hat. Nö, hat es nicht, weil das eh hier alles aussortiert wird. Okay, das war jetzt einfach. Definitiv einfacher als das Rumgewusel, was ich da oben vorhatte mit Untergrundbändern und was weiß ich. Ja, sehr schön. Gut. Die Fuelblocks hier. Ich sehe ein Problem. Ah doch, es kommen jetzt wieder Fuelblocks an, weil die Kiste voll ist. Gut, okay. Und ich habe auch langsam genug Kisten gebaut mit Fuelblocks. Jetzt soll ich das einfach staunen. Wenn die Kisten alle voll sind, und wir haben inzwischen, glaube ich, 4 Stahlkisten voll damit. Und wenn die Fließbänder voll sind und das Fließband voll ist, dann staut sich das Fließband, dann werden irgendwann einfach keine mehr produziert. Dann haben wir eventuell irgendwann ein Problem, dass wir wieder zu viel Leichtöl haben und dann die Refineries nicht arbeiten, aber das ist dann später. Jetzt erstmal andere Probleme. Wie schaut es mit Strom aus? Okay. Forschung ist dabei. Wie schaut es mit Tränken aus? Wir haben keine lila Tränke. Wie verarbeite ich die mal kurz zu Tränken? Wir haben wahrscheinlich nicht genug grüne und rote Chips. Oh, es geht. 400 ist eigentlich ordentlich. Und vor allem sind hier nur die einfachen Speed-Module drin.
Hier auch? Nein, hier fehlt Eisen. Das Problem wieder. Okay, also das Fließband müsste jetzt auch schneller werden. Oder wir bräuchten mehr Eisen. Wir könnten einfach hier draußen Schnelles machen? Nö, es kommt nicht genug Eisen an. Okay, dann müssen wir hier oben dich ersetzen. Und ich hätte gern 2375 Eisenplatten. Also jetzt habe ich hier ein Ärmchen, das genauso schnell reinlegt, wie das hier rauslegt. Also sollte sich hier nur was stauen, wenn da wirklich ein Überschuss ist. So der Plan. Und dann lege ich hier 200 rein, da 200 rein, da 200 rein, da 200 rein. Überall, wo Eisen gebraucht wird, lege ich jetzt 200 rein. Damit die Fließbänder entlastet werden. So, das war's auch schon, oder? Okay, dann mache ich bei euch mal Speedmodule MK1 rein. Ich nehme mal die Hälfte mit. Und guck mal, wie schnell die Sachen nicht hinterherkommen. Genau, die roten Ärmchen liefern nicht schnell genug den Draht. Das heißt, die kann ich mir echt sparen. Die schaffen es nicht mal so auszulasten. Das ist doof. Ich brauche schnelle, lange Ärmchen. Vielleicht ist gleich durch als Forschung. Ich glaube, ich gucke dann mal, ob die nächsten Ärmchen die langen, schnellen dabei haben. Oder kann ich hier Speedmodule reinpacken? Nee. Also ich glaube, es gibt später Ärmchen, die man sogar mit Speedmodulen versehen kann. Vielleicht haben wir die auch schon. Die haben wir alle eigentlich schon mal ausprobiert, oder? Bau mal den da, der sieht komisch aus. Ne, hat auch kein Rechtsklickmenü. Kann ich dich da irgendwie raufpappen? Ne, okay. Jetzt habe ich ein hellblaues Ärmchen-Inventar. Super. Also genau, wir warten auf Flight, dass es durch ist. Dann gucke ich nach schnelleren Ärmchen. Dann könnten wir das hier ersetzen. Wobei, das ist doof. Das ist echt doof. Also das ganze Prinzip mit den Linien, so wie sie sind, gefällt mir echt nicht so toll, wie es am Anfang war. Aber wir haben genug Platz noch. Das ist der große Haken. Das heißt, ich glaube, ich mache einfach mal sowas Ähnliches wie in der letzten Welt am Anfang. So ein Viererblock mit grünen Chips. Und extra für den machen wir dann einen Splitter mit Kupfer und Eisen. Und dann ist da auch in dem Block drin Drahtherstellung und so weiter. Oh, oder ich mache dafür extra nur eine Linie. Aber das war ja hier auch schon der Plan. Das geht nicht auf, das geht nicht auf. Na gut, Roboter können wir jetzt herstellen, das ist sehr schön. Können wir denn jetzt auch schon Roboport herstellen? Und Logistikkisten? Nein, das müssen wir alles extra machen. Und die werden am Anfang schweinelangsam sein und nur eine Sache tragen können. Das ist echt nicht so toll. Aber gut, Ärmchen, was haben wir da? Was? Fast Half Output Inserter, die haben wir doch schon. Long Output Inserter, Filter. Was sind Filter? Egal was es ist, ich will es haben. Zum Testen. Was ich genau gerade sagen wollte. Also wir haben es ja so schon geplant. Wir haben oben den Draht, wir haben dann die grünen Chips, dann haben wir die roten Chips. Viel besser können wir es eigentlich nicht machen. Es ist halt nur mit den Ärmchen doof. Die Zahnräder müssten weiter innen liegen. Oder wir müssten hier eine Einbuchtung machen, aber dann haben wir wieder keinen Platz für den Stahl. Das ist, ja. Gut. Was jetzt? Wir haben Fuelblocks dabei, die brauchen wir gar nicht. Ich könnte mal die Sachen nachfüllen. Genau, du kriegst was und du kriegst was. Schon besser. Oh, genau. Und die Engine-Geschichte. Wir müssen noch Engines bauen. Oder ich muss mich jetzt auf jeden Fall mal festlegen, wo ich die Engines bauen möchte. Wo die Fabrik hinkommt. Dafür bräuchten wir erstmal eine Fabrik. Ja. Engine.
Du brauchst Stahl, Pipes und Zahnräder. Ja, also in der Nähe von Stahl wäre schon mal gut. Und den Rest... Okay, ich habe eine Idee. Du bau mal noch eine Fabrik. Du bau da eine Fabrik. Wir brauchen die. Dann brauche ich noch mehr Fließbänder. Ja. Oh, ganz viele Fließbänder. Dann hätte ich gerne die zweite Fabrik da drunter. Da drunter. Hätte ich gerne dich da. Dich da. Und du stellst bitte einfach nur ganz normale, wo auch immer ihr euch versteckt, da Zahnräder her. Und zwar nur für die Fabrik da unten. Und du stellst Engines her. Dafür nimmst du dir von da hinten den Stahl. Und das letzte Ding, die Rohre, die legen wir von Hand ein. Weil das soll ja eh nicht durchgehend arbeiten, das Ding hier. Wobei, was brauchen Rohre? Die brauchen einfach nur Eisen, oder? Genau, Iron Blade. Haben wir praktischerweise doch schon hier. Okay, bauen wir noch eine Fabrik. So. Dann müssen wir nur den Output gleich beschränken. Du runter, du hoch. Q. Du weiter runter. Wir haben hier unten nicht mal Strom. Das sollten wir ändern. So. So. Okay. Fabrik. Da. Na, es geht nicht auf. Okay. Warum nicht? Ich mache jetzt wieder etwas Komisches. Das geht nicht. Das ist sehr doof. Okay, dann mach mal so. Und dann so. So müsste das aufgehen, richtig? Ich glaube schon. Und du stellst jetzt bitte die Zahnräder her. Ist das zu weit weg? Du hast schon zwei Zahnräder. Ja, genau, weil du sollst doch gar keine Zahnräder herstellen. Ah. Sondern normale Rohre. Genau. Sehr schön. Bisschen komisch mit den Ärmchen, aber was soll's. Dann hätte ich gerne die Stahlkiste. Die kommt dahin. Und dann ein Ärmchen dahin. Und das Ganze beschränken wir auf 2 Stacks. So, und jetzt haben wir unsere Jetzt haben wir unsere normalen Engines. Keine Steam Engines. Und davon werden dann jetzt gleich 100 Stück hergestellt. Und die werden dann zig Folgen da drin verrotten. Bis ich irgendwann drauf komme, hier draußen Receiver. Wie hieß die Kiste? Provider, Passive Provider Chest zu machen. Wir könnten die Sachen hochtragen jedes Mal, aber ne, muss ja nicht sein. Guti. Du Kuh. Haben wir noch irgendwas, was wir kuhen können? Ja, dich. So. Also, wir haben die Engines, wir haben den Waldeimer neu gesetzt. Hat das was gebracht? Sieht okay aus. Sieht echt okay aus. Oh, und ich wollte eigentlich mal die neuen Munition ausprobieren, ne? Da war ja was. Gib mir mal wieder Kupfer. Kupfer. Money. Modulare Rüstung, dafür brauchten wir 5 blaue Chips. Ah, das ist sogar ziemlich gut machbar. Ich klaue mal kurz Stahl. So, dann bräuchte ich rote Chips. Da. Ein paar grüne bräuchte ich wahrscheinlich auch. Wo stauen sich grüne? Hier. Und dann stelle ich jetzt mal ein paar blaue Chips her, damit ich die modulare Rüstung bekomme. Nicht, weil ich da irgendwelche Sachen reinstecken möchte. Die haben wir alle noch gar nicht erforscht. Sondern primär, weil die bessere Resistenzen hat. Und dann können wir die Basis oben in der Mitte mal auseinandernehmen. Die hat nur 2 Spawner. Das dürfte kein Problem sein, außer sie hat inzwischen große Beißer. Dann hätten wir ein Problem. Achso, und ich wollte Flower Chips erstellen.
Hier. So, du bekommst jetzt mal 100 davon und 100 davon. Und das könnte theoretisch auch in die gleiche Kiste, aber was soll's. So, du baust jetzt... Wo ist das Problem? So, du brauchst ganz viele grüne Chips. Was brauchst du, blauer? 20 und 2. Okay, das heißt, hier können wir gleich. Hier können wir fast alle rausnehmen. Wir brauchen nur 10. 10 rote, 100 davon. Forschung. Also Ärmchen haben wir jetzt erforscht. Was ist die nächste Stufe an Ärmchen? Welche die lila Dinger brauchen. Ach Mist, da habe ich gar nicht drauf geachtet. Die, die wir eben gerade erforscht haben. Die brauchen nur rote Chips, okay. Die hier... Weiß ja nicht, lila Chips, das ist so teuer.